Social Media so viel Aufwand. Ich habe keine Ahnung, was ich jeden Tag posten soll, wie ich vorgehen soll, was überhaupt für Inhalte veröffentlichen. Ich habe heute Morgen einen Vortrag gehalten beim Verband und da war genau das eine Fragestellung. Und witzigerweise haben wir uns das schon fast gedacht und haben eine Lösung. Haben wir da was vorbereitet? und haben direkt eine Lösung geliefert, wie man mit relativ geringem Aufwand, nämlich mit ungefähr 2,2 Tagen und einem Budget von ungefähr 5.000 Euro, so roundabout, ein ganzes Jahr Content füllen kann, nämlich mit einem Video pro Woche. Und wie die Idee aussieht oder der Lösungsansatz und wie der Input von den einzelnen Videos aussehen könnte, nach dem Intro. Lass uns erstmal über eins sprechen, nämlich über wie machen wir das? Weil ja, das ist die Vorlage so ein bisschen für, wie könnt ihr das da draußen machen? Nochmal Bezug auf den Vortrag von heute Morgen. Da saßen irgendwie so, ich glaube, 34 Geschäftsführer von Maschinenbauunternehmen respektive Formbauern da. Und das war eine zentrale Frage, als ich so ein bisschen unser Konzept aufgebrochen habe. Als ich gesagt habe, naja, wenn wir uns mal überlegen, wie können wir eigentlich Content recyceln und was machen wir, weil wir ja kein tolles Produkt an sich haben. Wir haben keine Maschine, keine Form. Der Einstieg war ja noch witziger. Alle stehen da und sagen, ich weiß gar nicht, was ich posten soll. Ich kann nichts zeigen. Ja, und ich gesagt, Moment mal, wir können nichts zeigen. Ja. Wir haben nichts außer uns zwei. Ja. Und dann hast du mal schön aufgemacht von wegen, hey, wenn ich zum Kunden gehe und der hat was mit Maschinenbau zu tun, sehe ich in der Halle aber so viele Sachen, die ich fotografieren kann. Ihr habt doch lauter Zeug, zeigt's doch. Ich kann nur gerade sagen, wenn ich bei unseren Kunden bin oder wenn ich allgemein in solchen Unternehmen bin, kann ich innerhalb von 20 Minuten den 30 verschiedene Spots zeigen oder 30 verschiedene Situationen zeigen, wo sie was fotografieren können, was mitnehmen können, wo sie einfach was selbst zeigen wenn da können. Was Vertrauliches wäre, absolut, weil man ein Produkt oder ein Maschinenteil nicht zeigen kann, kannst immer noch so fotografieren, absolut, dass du die Idee davon kriegst, aber nicht dieses Detail. Ja, und du kannst auch drumrum reden, sage ich mal, ne? Dann sprich halt nicht über das Produkt, sondern sprich über den Vorgang, wie wurde das hergestellt oder wie ist es vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit jemandem, der mit dir eine Geheimhaltungsvereinbarung für sein Produkt hat. Ne? Also das ist das Naheliegende und um das geht es uns heute noch nicht mal. Da geht es auch nicht mal bam, drum. Bam, 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 Input, Input, Input und jetzt kommen wir zum eigentlichen Input, nämlich wie schaffe ich es mit 2,5 Tagen Aufwand von meiner Seite und 5.000 Euro Invest nach außen, jede Woche ein Video zu pushen und nämlich genau ein komplettes Jahr lang. Also das ist ja so die spannende Frage. So, jetzt geht mir doch im Kopf, ein Video pro Woche, jetzt soll ich 52 Videos drehen, wie soll denn das gehen? Ja, der Trick liegt aber wo ganz woanders. Genau, ja, also genau so, also wir machen einfach 52 Videos, scheißegal was da drauf kommt, ihr müsst einfach nur Videos machen, bom, bom, bom. Nein, wir haben, und das müssen wir von der Seite einmal aufrollen, wir haben bei uns einmal geguckt, wie viel Aufwand haben wir eigentlich für unsere Podcast-Aufnahme? Und bei dem Podcast, wie man so schön sehen kann, oder auch wenn ihr es hört, könnt ihr euch das angucken. Auf YouTube gibt es die Videos dazu. Wir nehmen den Podcast auch als Video auf. Das heißt, wir haben so ungefähr 15 Minuten im Schnitt Podcast-Aufnahme plus Video. Das heißt, wir haben Tonspur und Video. Und das kostet uns ungefähr so 45 Minuten Aufwand für jeden von uns beiden, weil wir müssen vorher einmal besprechen, was sagen wir denn, wie gehen wir vor. Wir finden uns danach einmal noch super geil, das gehört auch zu der Zeit dazu. sind so in Summe, ich ziehe mal das Blatt ein bisschen näher, weil das ist so schwierig zu lesen, sind so in Summe ungefähr 45 Minuten pro Kopf. So, das ist der Aufwand, den wir in jede Folge reinstecken. Jetzt mussten wir natürlich einmal initial uns Gedanken machen, wie soll das Layout aussehen, wie ist das Bild im Podcast, welche Plattform nutzen wir, ne? Und das ist auch Aufwand. Wir haben gesagt, das war ein einmaliger Aufwand. Ja, aber das ist ein einmaliger Aufwand, genau. Da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, genau. Ich habe die eine oder andere Nachtschicht gemacht, dann haben wir noch einen Freelancer mit drin gehabt, der uns dann die Grafiken hingestellt hat. Das war kein großer Act und das steht. Genau, und da haben wir gesagt, ungefähr ist das ein Aufwand für uns beide, einmal initial 3 Tage. Und wir haben jetzt mal grob gerechnet, dass es ungefähr 3.000 Euro sind für einen Freelancer. Dann haben wir unseren Videodreh für diese 40 Folgen. Also, ne? Also ganz kurz, die 3.000 Euro, da ging es darum zu sagen, wie ist ein Jingle, wie ist ein Abspannvideo, in welchem Format schneiden wir es, wo ist das Logo. Also da ist alles, was so mit... Wie soll das Ding layoutmäßig da sein? Ja, und die Auftragsklärung. Und da war quasi nach 3 Tagen und 3.000 Euro Aufwand, war
alles fertig, ja, dass wir jetzt quasi die Videos regelmäßig da reinfeuern, genau, können. Genau. Und es war mit dem Freelancer auch schon besprochen, da kommen wir jetzt gleich dazu, wie er uns die nachher nachbearbeitet. Also wir haben, genau, alles innerhalb dieser 3 Tage in den, ja, 3000 Euro so weit gebracht, ja, dass wir nur noch pro Video jeweils die 45 Minuten Aufwand haben, richtig, dass wir uns zusammenstellen, sagen, ja, über welches Thema, ja, was ist eigentlich das, was rauskommen soll, wie, ja, machen wir das Intro, wie schaut die Story, genau, aus, dann noch eine Viertelstunde aufnehmen, ja, und unser Teil ist beendet. Genau, und dann geben wir es nur noch raus und eigentlich ist es dann immer das, nicht eigentlich, es ist dann immer dasselbe. Video hochladen, kurze Info an den Freelancern, der nimmt das alles auseinander und gibt uns im Prinzip nachher wieder das, was wir haben wollen von ihm. Und, genau, was wir von ihm dann haben wollen, beziehungsweise bekommen, ist 40 Videos, die YouTube-tauglich sind. Stopp, bloß weil wir jetzt 40 gemacht haben. Pro Video kriegen, ja, wir das Video zurück. Genau, genau, also genau. Lass, wir nehmen uns hier gerade auf, genau, mit Ton uns, und Kamera. Genau, lasst uns auf 1 reduzieren. Genau, das, dann kriegen wir dieses Video mit Ton logischerweise, genau, in voller Länge, ja, sauber geschnitten, gelayoutet, mit Beschreibung, mit allem drum mit und dran. Mit Intro, Outro, mit Einstiegsbild, man nennt es bei YouTube Thumbnail, das ist einfach vorne das Startbild, das, ja, ist fertig. So, also erstens das Video. Genau. Zweitens, jetzt löschen wir aus dem Video das Bild raus, dann ist der Podcast fertig. Mit die Tonspur, genau, richtig. So, die nehmen wir, kleiner Tipp, nochmal separat auf, falls hier irgendwo was kaputt geht, haben wir zweimal die Tonspur. Richtig. Das ist aber nur, absolut, Sicherheitsnetz, ja, und hat uns auch schon mal den Hintern gerettet, weil plötzlich, ja, die Tonspur bei dem Video kaputt war. So, aber das nur nebenbei. Genau. So, jetzt haben wir ein vollwertiges Video, ein vollwertiger Podcast. Wie geht's weiter? Wir geben dem Freelancer den Auftrag, dass er uns eine klare Aussage, so haben wir mit ihm festgelegt, so ungefähr 3 Minuten, das können mal 2,50 sein, das kann auch mal 4 Minuten 10 sein, ne? Ungefähr 3 Minuten eine konkrete Aussage, wo wir über was diskutieren, rausnimmt, dass wir nochmal ein zusätzliches Kurzvideo haben. So 3 Minuten. Von circa 3 Minuten, genau. Okay. Also das ist die nächste Variante. Genau. In 15 Minuten Podcast, ein 3-Minuten-Video, genau, aus diesem Ding raus. Und dann ist die ganz klare Aufgabe, weil wir halt sehr viel auf TikTok auch streuen, haben wir gesagt, TikTok hat ein Limit von 1 Minute, die drüber, die kriegen schlechte Reichweite, deswegen machen wir 1-Minuten-Videos, zieht er uns nochmal so im Schnitt 4 Videos aus diesem 15-Minuten-Video raus. Das heißt, wir haben 4 Snippets mit a 1 Minute. By the way, manchmal sind es auch 6, ne? Aber im Schnitt 4 und wir können damit agieren. Die du aber auf TikTok, YouTube, sonst überall, du kannst sogar... Also Instagram, TikTok, YouTube, ich kann sie überall... Facebook, Reels, whatever, ich kann es also überall bauen. Also wir waren nach 3 Tagen und 3000 Euro so weit, dass wir gesagt haben, wir müssen nur noch pro Thema, ja, einmalig uns eine halbe Stunde unterhalten, ja, und eine 15 Minuten aufnehmen, ja, hochladen, ja, Kommando an den Freelancer. Ja. Wir kriegen zurück vollwertiges Video, 15 Minuten, vollwertige Podcast-Folge, 15 Minuten, ja, alles mit Text und allem drum und dran, ein Kurzvideo mit 3 Minuten, ja, und im Schnitt 4 Kurzvideos, ja, a 1 Minute. Und wir sind heute bei Folge 40. Wir nehmen heute Folge 40 aus, kleines Überlegung. Wenn wir das jetzt hochrechnen, 40 Videos in Vollformat, also Videocast sozusagen, das könnt ihr videotechnisch angucken, das kriegt ihr auf der Audiospur in jeder Podcast-Version, das heißt überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben 40 Kurzvideos nach dieser Aufnahme und wir haben im Schnitt 160 Snippets. Nochmal, 160 Snippet-Videos. By the way, es sind deutlich mehr, aber wir wollten einfach mal so eine... Wir hatten mal eine Folge gemacht, wo wir 20 Fragen aufgestellt, ja, und beantwortet haben und zack, sind 20 Kurzvideos, genau, rauskommen. Somit sind wir ein bisschen mehr, aber im Schnitt liegen wir bei den 160. Aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wir haben in Summe 40, 160 sind 240 Videos plus 40 Podcasts. Also, ne, das ist unsere Rechnung. Dafür haben wir zusammengerechnet ungefähr 10 Tage, 9,75 Tage sind es ganz genau, also ungefähr 10 Tage Aufwand unsererseits plus 6.000 Euro Invest an den Freelancer. Inklusive des Projektaufwands am Anfang, da steckt alles. Inklusive, das ist... Nicht das nur ist, die 40 Videos, also komplett, auch das ganze, genau, Ding aufsetzen. Das ist komplett. Wir sind jetzt bei Folge 40, ja, machen uns nachher ein Mineralwasser auf, ja, feiern, ja, und haben dann das alles inklusive des aufzusetzen mit gerade mal 10 Tagen Aufwand, also im Schnitt 5 für dich, 5 für mich, das ist eine Woche. Das ist eine Woche Aufwand und wir können prinzipiell ein ganzes Jahr lang bespielen. Und wir machen ja so, by the way, einfach jede Woche weiter mit dem Podcast. Das heißt, wir haben jede Woche weiter Input. Wir machen noch auf LinkedIn etc. sonst noch Videos. Also das ist relativ viel. So, und jetzt übersetzen wir das mal. Genau. Du hattest vorhin so eine freche Aussage. Wie kriege ich durch diese Systematik es hin,
dass ich als bislang Unbedarfter 52 Mal im Jahr, einmal pro Woche, jetzt ein Video posten kann, damit die Leute mich wahrnehmen. Und zwar nicht nur als Bild oder Text, sondern einfach mich und das, was ich tue mit meinem Unternehmen. Absolut. Wir sind von der Idee ausgegangen und das ist jetzt auch wirklich ein Aufruf an euch alle da draußen. Traut euch mal ein bisschen mehr Video zu machen, weil A, nahbar, menschlich und man kann euch in Aktion erleben, sind schon mal drei Punkte, wo ich euch ins Herz legen würde. Denkt mal über Video nach. Und wir liefern euch jetzt noch die Grundlage dafür, warum sich's noch mehr lohnt. Also wenn wir davon ausgehen, dass ihr auch diesen Projektaufwand einmal initial habt. Wir sprechen von Einmalaufwand, dass ihr euch einmal überlegen müsst, hey, wie soll denn das Video aussehen, was für ein Layout kriegt es, brauche ich das in 16:9 oder 9:16, ne? Wie muss es geschnitten sein, was für Startbild, etc. Und wir haben noch einen riesen Aufwand mit Jingle vorne und Video hinten, das könnt ihr im Endeffekt weglassen. Das könnt ihr theoretisch weglassen. So, dann sagen wir mal, grob überschlagen, müsst ihr euch einen Tag Gedanken dazu machen, wie muss das aussehen. Formuliert den Auftrag, holt euch einen Freelancer dazu. Den haben wir jetzt mal hier mit ungefähr 30 Stunden beaufschlagt für die Projektierung. Kostet euch, ja, je nachdem, was für ein Freelancer ihr engagiert, so 1.500 Euro. So, erster Part. Einmal initial. Ein einziges Mal. So, dann müsst ihr natürlich die Videos drehen. So, wir haben jetzt mal ausgerechnet, damit ihr dahin kommt, dass ihr 52 Snippets kriegt, müsst ihr 13 Videos machen. Jetzt habt ihr ein bisschen Vor- und Nachbereitungszeit, vielleicht läuft da mal was schief, ne? Müsst das Video nochmal aufnehmen. Rechnen wir mal pro Video ungefähr 45 Minuten. So, habt ihr einen Gesamtaufwand von 30 Stunden? Wenn man das runterrechnet, sind es ungefähr 1,2 Tage. So, doch, genau. 30 Stunden? Ja. Dann passt die Rechnung nicht an? Nein. Es sind 1,2 Tage. Es sind 1,2 Tage. Lass uns da dabei bleiben. Ja. Genau, 1,2 Tage. So, es heißt, ihr habt für den Videodreh komplett, wenn man jetzt durchdrehen wird, 1,2 Tage Aufwand. So, das heißt in Summe 2,2 Tage plus 1.500 Euro für den Mediengestalter, für den Freelancer, wie auch immer, der euch das einmal macht. So, jetzt wollt ihr vielleicht hochprofessionelle Videos haben. Ihr könnt natürlich ein iPhone nutzen, so wie wir es machen. Die machen super geile Videos. Oder ihr holt euch hochprofessionelles Equipment, weil ihr wollt es ja einmal richtig machen sozusagen. Braucht ihr ein Medienteam? Wir haben vor ungefähr anderthalb Jahren mal mit einem zusammengearbeitet, das hat so roundabout 2.500 Euro gekostet. Das haben wir auch mit reingenommen. Scheut euch nicht vom iPhone, sensationelle Videoaufnahmen. Ihr müsst nur gucken, wir haben hier ein kleines Mikro noch am großen Mikro dran, das direkt ins iPhone reingeht, dass es hier nicht halt. Aber ansonsten, Videoqualität ist Weltklasse. Genau. So, dann haben wir jetzt zusammengerechnet 2,2 Tage Aufwand und haben nochmal... Das Videoteam kommt dazu und irgendeiner muss die Videos noch nachschneiden. Genau. Ja. So, und dann kommen wir auf 5.000 Euro. Richtig. Die Nachschneide, das Nachbearbeiten, ihr müsst es im Freelancer rausgeben, aber das habt ihr vorher alles mit ihm klargemacht. Das heißt, es ist für euch nur noch einmal hochladen, einmal kurzes Signal geben, hey, Buddy, schneid mir das alles so, wie ich es haben will. Und was ihr dann rauskriegt, und jetzt kommt wieder so ein bisschen die Bombe, 13 Videos, ne? Ihr kriegt 13 Langvideos. Wir haben uns jetzt in eurer Rechnung den Podcast rausgestrichen, weil nicht jeder will einen Podcast und braucht auch einen Podcast. Aber ihr habt 13 Videos in Langform. 13 3-Minuten-Videos, weil wir auch davon ausgegangen sind, man kann bei euch eine Kurzform rausschneiden. Und wenn wir die 1-Minuten-Logik angehen, habt ihr 52 Snippets. Das heißt, 13 Videos, 26 Videos. Oh, ich bin unglaublich schlecht in den Kopf rechnen. 78 Videos. Und wahrscheinlich kommt noch irgendein Outtake dazu oder so. Würde ausreichen, um 52 Wochen Content zu machen. Allein die Kurzvideos. Die 52 Kurzvideos sind darauf ausgelegt, dass du jede Woche ein Kurzvideo posten kannst. Und auf gut Deutsch. Jetzt sind wir gerade in den März eingestiegen. Bis ihr euch jetzt noch ein bisschen Gedanken macht. Einmal überlegt, will ich das so haben? Ja. Einmal das mit dem Videoteam einrichtet, zum Inhalt kommen wir gleich. Und die Dinger Ende März fertig sind. Habt ihr bis nächstes Jahr... Ende März. Inhaltlich so gut wie nichts zu tun und man nimmt euch jede Woche einmal sogar als bewegt Person wahr und nicht nur auf einer blank geputzten Homepage, auf der zum Teil nicht viel wirklich Inhaltliches steht. Genau.
Also so, nochmal. Ich weiß aber nicht, welches Video ich machen soll. Ich habe keine Ahnung und keinen Inhalt. Wartet doch jetzt. Nein. 2,2 Tage, 5.000 Euro, ihr seid versorgt. Jetzt kommt nämlich die Frage, ja, aber was soll ich denn machen? Was soll ich denn da sagen? Ich weiß ja nicht, was ich fotografieren soll. Von meinen Filmmaschinen. Was soll ich denn da noch sagen? Und wir haben hier, by the way, einen kleinen netten Zettel aufgeschrieben, wo wir mal zerlegt haben, wie könnte das aussehen. Wir haben es aufgeteilt in 4 Sektionen. Ihr könntet 6 Videos zu Informationen zu echten Projekten machen. Ihr könntet Anwendungsfälle besprechen. Ihr könntet über Zusammenarbeit sprechen mit dem Kunden. Das wäre eine Möglichkeit. Dann habt ihr schon mal 6 Videos im Kasten. Und ganz ehrlich, ihr macht alle da draußen so viele Projekte. Das müsste für euch möglich sein. Ihr könntet 3 Videos zum Thema machen, was beschäftigt eigentlich meinem Kunden? Was für ein Problem hat der eigentlich und wie kann ich es lösen? Und dann habt ihr schon ein Thema, wenn ihr euch mit dem Kunden beschäftigt, dann werdet ihr da draußen auch als Problemlöser wahrgenommen, weil ihr sprecht über dem Kunden sein Problem und der findet es super, weil, hey, der versteht mich. Habt ihr nochmal 3 Videos, habt ihr 9 Videos. Dann könntet ihr 2 sogenannte Fuck-up-Videos machen. Wie das funktioniert, Folge, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, ich verlinke es euch unten in den Shownotes, wir haben es nämlich selber auch gemacht, ja, wo ihr einfach mal darüber sprecht, hey, was ist bei uns so richtig schief gegangen und was haben wir daraus gelernt, ja, und wie kann vielleicht unser Kunde davon profitieren? Davon könnt ihr 2 Videos machen. Ja, und was macht ihr vielleicht auch heute anders in der Produktion, in der Auslieferung? Keine Ahnung. Also Experten zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie irgendwas richtig falsch gemacht haben oder auf einem gewissen Feld sogar viele Fehler gemacht haben und sich richtig auskennen. Und ich bin mir sicher, ihr habt irgendwelche Prozessoptimierungen, Sicherheitsthemen, Arten des Einlernens. Ich war diese Woche beim Kunden und der hat ein sensationelles Ding gehabt, wie er sich Azubis castet. Ich erzähle es bloß nicht, weil das ist wirklich eine sensationelle Geschichte. So, und da gibt es definitiv Sachen, die ihr in den letzten Jahren anders gemacht habt, gemerkt habt, das war definitiv nichts. Vielleicht ging es auch mal wirklich voll daneben und ihr habt das jetzt einfach gut gelöst und verhindert es von vornherein. Weltklasse. Und dann fehlen noch 2 Videos und die würden wir euch vielleicht so in Richtung Inspiration legen. Was habe ich da draußen gesehen, was mich gerade beeindruckt oder was beschäftigt mich vielleicht auch gerade? Wir haben zum Beispiel bei uns in der Vertriebsmaschine ist gerade so ein bisschen der Dialog 4-Tage-Woche, New Work. Was kann man so noch machen, um Mitarbeiter zu begeistern? Das sind so Inspirationsthemen. Ihr könntet natürlich auch zum Beispiel in so einem Vortrag wie heute Morgen gewesen sein und sagen, oh, der Sascha Gleisner, das ist aber ein inspirierender Mensch und macht da draußen ein Video. Nee, ich habe mit den 34 gesprochen, das hat keiner oder, gesagt. Oder ihr habt einen tollen Podcast gehört und sprecht darüber. Nee, aber ihr könnt auf einer Schulung gewesen sein oder ihr habt irgendwas ausprobiert in der Firma, irgendwas, was vielleicht auch anderen hilft, ohne dass es direkt in euer Produkt und euren Kunden einzahlt, aber dass man einfach so ein bisschen auch wahrnimmt, wie tickt ihr denn, wie seid ihr als Unternehmen, weil, by the way, könnt ihr vielleicht auch Mitarbeiter dabei rausspringen. Aber ist nur so, ist ja nicht immer nur alles für Kunden, sondern vielleicht einfach auch für so ein bisschen Mitarbeitermagnet. Dann haben wir in Summe 13 Videos und ihr habt von uns jetzt wirklich alles gekriegt. Ihr habt gekriegt, wie haben wir es gemacht, ihr habt gekriegt, wie könnt ihr es machen, was kostet euch der Spaß und vielleicht braucht ihr 2,5 Tage und nicht 2,2 Tage, aber das soll nicht der Punkt sein. Der Punkt ist, dass ihr nachher ein Ergebnis da liegen habt. Der Punkt ist, dass ihr keine Ausrede mehr habt. Richtig, ihr habt 13 Videos, ihr habt 52 Videos und ihr habt 13 Kurzvideos und ihr habt somit keine Ausrede mehr. Ihr könnt das alles delegieren, ihr müsst nur einen initialen Aufwand selber machen, dann das produzieren und dann gebt es einfach raus und lasst es machen. Wir haben euch sogar noch die Themen mitgeliefert. Wer jetzt noch eine Ausrede hat und seinen Arsch nicht hochkriegt, der ist selber schuld. An der Stelle einmal, wer noch mehr wissen will, wer gerne auch mal die Aufstellung haben will, kontaktiert den Daniel, kontaktiert mich. LinkedIn ist dann ein gutes Medium dafür. Wir geben euch gerne die Aufstellung, wir zeigen euch das, wie das geht. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, einfach gerne melden. Ansonsten hört unseren Podcast. Bewertung. Gut. Danke. Wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.